Hallo, schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen beim Werkstattgespräch des Archivs der Zeitgenossen und zum anschließenden Film Mickey Messer, der im Kino im Kesselhaus gezeigt wird. Wir bedanken uns an der Stelle auch für die Kooperation bei Katharina Kreuzer. Wir haben zwei Komponisten eingeladen, die an der Musik zum Film beteiligt waren. Es ist Kurt Schwerzig, dessen Vorlass wir auch am Archiv der Zeitgenossen betreuen dürfen, und H.K. Gruber. Wir sind schon gespannt, wie es zur wie die Entstehung der Filmmusik verlaufen ist. Moderieren wird den Abend Professor Henke, der aus Deutschland zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen bei uns. Das Archiv der Zeitgenossen hat das Format Werkstattgespräch entwickelt, um mit den Künstlern, die wir hier im Archiv haben, wir sind ein Mehrspartenarchiv, also wir haben die Bereiche Literatur, Musik, Architektur und seit Herbst neu auch Film, um mit den Künstlern, die wir hier haben und mit unseren Bestandsbildnern im Gespräch zu bleiben und zu sein und diese Informationen, dieses Hintergrundwissen wiederum auch dem Archiv zukommen zu lassen. Wie Sie sehen, haben wir eine Videokamera und zeichnen diesen Abend auch auf, um dieses Dokument wieder dem Archiv zukommen zu lassen. Der Film Mickey Messer basiert auf der realen Entstehungsgeschichte der Verfilmung der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und war im Herbst in den Kinos. Joachim Lang, der Regisseur, hat sich überlegt, wie kann er die Dreigroschenoper, die er in den 1920er Jahren spielt, heute in die reale Zeit bringen und hat das, finde ich, ganz gut gemacht, indem er die Handlung der Dreigroschenoper verflechtet mit dem Dreigroschenprozess. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten, Brecht wollte die Dreigroschenoper verfilmen und das ist nicht ganz konfliktfrei verlaufen. Es ist ein sehr spannender Film, es ist ein sehr anstrengender Film, sagen einige, weil der Regisseur so viel Wissen einbringen möchte. Es ist ein sehr vielfältiger Film, weil es um Musik geht, um Tanz geht, um Gesellschaftskritik. Ja, lassen Sie sich überraschen. Durch den heutigen Abend hier beim Werkstattgespräch wird Sie Professor Henke führen. Professor Henke ist ein Spezialist für Kurt Weill und für zeitgenössische Musik und wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat, hierher zu kommen. Es ist zudem seine Auftaktveranstaltung als Gastprofessor hier an der Donau-Konferenz. Er wird uns hier begleiten, die nächsten 2 Jahre wissenschaftliche Arbeit unterstützen und das Projekt zu Friedrich Zerha online leiten. Ich darf an Sie übergeben und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, danke für die freundliche Begrüßung, Frau Butz. Ich bin hier auch, weil ich wissenschaftlicher Beirat der Kurt-Weill-Gesellschaft in Dessau bin, die in Dessau ihren Wohnsitz hat, ihren Platz hat, ihre Forschungsstellen. Und dort bin ich auch Herrn Gruber einige Male begegnet, der auch ein gern gesehener Gast in Dessau ist, bei dem Kurt-Weill-Fest, was jährlich einmal stattfindet, so Anfang März, anlässlich des Geburtstages von Kurt Weill, der bekanntlich ja in Dessau geboren ist. Und Herr Gruber ist gut befreundet mit Herrn Schwerzig, dessen Vorlass ja, wie wir gehört haben, schon hier im Archiv des Zeitgenossen liegt. Und beide, das ist der schöne Zufall, Fragezeichen. Heute, beide sind beteiligt an dem Film Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Ja, also ich möchte heute ein paar Worte zu dem Film selber sagen, aber vor allen Dingen auch über die Entstehung des Filmes und wir hoffen, oder ich hoffe, dass wir auch einen Blick hinter die Kulissen werfen können, denn dieser Film ist äußerst komplex von der Entstehungsgeschichte her, aber auch von der Produktion her, weil dort Schauspieler, Musiker, Tänzer, Bühnenbildner, verschiedene Spielorte, all das musste organisiert werden und das muss erstmal eine öffentlich-rechtliche Anstalt stemmen. Dahinter steht der SWR
Baden-Baden bzw. Stuttgart. Ich möchte mit einem Zitat zur Einstimmung beginnen. Das stammt aus dem Brecht-Jahrbuch von 1976 und dann kommen wir vielleicht allmählich ins Gespräch. Das Zitat stammt von Boris Singelmann und beginnt so: Brecht zeigt in der Drei-Groschen-Oper nicht den kriminellen Charakter gerissener Unternehmer, sondern den unternehmerischen Charakter gewisser Verbrecher. Mackie Messer ist nicht nur ein brutaler und wagemutiger Geschäftsmann, ein zukünftiger Bankier oder Politiker, er ist auch ein Mann der Straße, ein Dieb, ein Zuhälter. Er hat den Habitus eines vollendeten Bürgers und zugleich den eines Verbrechers. Er führt ehrbare Gespräche, aber er spricht auch Verbrecherjargon. Sie sind bereit zu glauben, dass aus ihm eine Finanzgröße wird, aber wir vergessen niemals seine Kriminalität. Er ist ein polierter Unternehmer, aber dies widerspricht nicht der Tatsache, dass er auch ein faszinierender Verbrecher ist. Soweit Boris Singermann 1976. Ja, der Film Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Oper Film ist 2018 in die Kinos gegangen und hat gleich ein enormes Presseecho ausgelöst, ein sehr kontroverses Echo, was ich mit zwei kleinen Zitaten mal darstellen möchte, also diese Kontraste in der Beurteilung dieses Films. Die renommierte Filmkritikerin Ursula Scheer schrieb in der FAZ: Regisseur Joachim A. Lang weiß zu viel und überfrachtet sein Werk damit bis zur Ermüdung. Es fehlt an Leichtigkeit und dem Willen zur klugen Selbstbeschränkung. Dieser Drei-Groschen-Film erstickt an seiner Fülle. Also so weit ein Kontra gegen den Film. Jetzt eine Meinung pro. Anke Westphal in der Filmzeitschrift EPD Film: Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, ist eine fiebrige Tour de force. Ein Film, der die Drei-Groschen-Oper bis in den Finanzkapitalismus unserer Gegenwart hinein verlängert und dessen Aktualität hinsichtlich des damals aufkommenden Faschismus schon fast beklemmend wirkt. Es ist eine Regiearbeit, die das Publikum ebenso irritieren wie verblüffen dürfte und ungeheuer reich beschenkt. Ja, das sind zwei sehr polare Äußerung. Sie können sich ja bald eine eigene Meinung dazu bilden, aber wie sehen Sie das, Herr Huber, Herr Schwärzig? Auf welcher Seite stehen Sie? Mehr des Reichen oder ist das überfüllt, wie die eine andere Kritiker sagte? Kritikerin sagte? Ja, ich habe, glaube ich, mir aufstehen, damit man mich hört. Aber ich glaube, ich kann so reden. Ja. Ich bin zuerst einmal gefragt worden, ob ich den nicht vertonten Text eines Songs von Brecht, den der Weil keine Zeit mehr hatte zu vertonen, ob ich den schreiben würde. Und das habe ich sehr gern gemacht. Denn ich wollte immer schon diese Art sozialistische Agitprop-Musik schreiben. Und gleichzeitig wollte der Regisseur auch, dass ich mich der Nicht-Weil-Musik annehme. Also den Teil, er hat die Erlaubnis gehabt, eine halbe Stunde Musik von Weil zu benutzen und die übrige Zeit sollte mit Musik ausgefüllt werden. Und das traf dann auf meine, ich war an sich schon sehr interessiert, aber das traf auf meine, ich habe nicht sehr gern, wenn im Film sehr viel Musik ist. Und ich habe damals gerade den Charismatic-Film gesehen, wo überhaupt keine Musik drinnen war, außer ein Straßenmusikant, der Gitarre gespielt hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe das Manuskript des Filmes gehabt und habe überall hingeschrieben, Dialog ohne Musik. Dann habe ich ein bisschen Musik wieder gehabt, Dialog ohne Musik. Das traf dann auf den Wunsch des Regisseurs, dass alles mit Musik
Es muss ein Musikfilm werden, hat er mal gesagt. Und da gab es dann einige mühevolle Zusammenarbeiten mit einem anderen Komponisten, der mir an sich zur Seite gestellt werden sollte, damit er mir hilft, das Ganze zu instrumentieren und zeitgerecht fertig zu werden. Der ist aber nur langsamer gewesen wie ich. Und so wurde dann ein Österreicher, der in England Filmmusiken macht, ein gewisser Meyer, gewonnen, der das in kürzester Zeit bewerkstelligt hat. Und ich habe, das muss ich jetzt vorausschicken noch, ich habe immer wieder diese kleinen Proben gesehen. Wenn eine Szene fertig war, habe ich die mir anschauen können, wurde mir auf den Computer geschickt und das hat mich oft sehr getroffen. Es wurde mir immer versichert, ja, ja, das ist noch nicht, da muss noch das und jenes passieren, es ist noch nicht wirklich, die Farben stimmen nicht und das muss noch geschnitten werden und alles Mögliche. Und ich war also am Anfang, wo ich diese kleinen Schnipsel des Filmes gesehen habe, war ich irgendwie nicht sehr optimistisch, was den Film anlangt. Und jetzt gehe ich gleich zum Schluss. Wie ich dann den ganzen Film gesehen habe, musste ich mich korrigieren und habe ihn doch recht im Zusammenhang sehr beeindruckend gefunden. Wobei es sich gemildert hat, die ersten Szenen, die ich gesehen habe, sind mir wahnsinnig lehrhaft vorgekommen. Das hat sich gemildert für mich im Film. Was mich besonders beeindruckt hat, waren manche Räume, wie zum Beispiel die Fabrik von Mr. Peacham mit seinen falschen Armen und diese ganzen Bettlerutensilien mit den armen, verhungerten Hunden und das. Und diese eigenartige Perspektive auf diesen großen Raum, der irgendwie ganz trostlos war. Oder zum Beispiel das andere, diesen Amtsraum mit den vielen Beamten, die alle stempeln und Papiere weitergeben von Tisch zu Tisch. Das ist auch eine sehr, meiner Ansicht nach, ein sehr eindrucksvolles Bild. Und was mich besonders interessiert hat, nämlich wie ging die Idee von der dauernden Musik, wie funktioniert die? Besonders eben die Produktion von den Herrn Meyer, der dann diese Musik mit einem alten Kompagnon von ihm zusammengeschrieben hat. Und das Komische war für mich, ich habe genau aufgepasst und ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Ich hoffe, Sie können es heute hören besser. Von mir ist also nur dieser Song, wo sich die Gauner in Banker verwandeln, während sie über die Brücke gehen. Und der Abspann, der ist von mir. Und ein kleines Stück, ein Dialog zwischen Maggie Messer und seiner Frau, von dem ich sagen muss, das hat jemand instrumentiert, aber ich weiß ungefähr, wie die Musik geht. Ich habe mich erinnert im Kino. Ich habe sie trotzdem nicht wirklich verfolgen können. Ich habe es nicht gern. Der Dialog war drüber und es war nicht wirklich wahrzunehmen. Es hätte irgendwas sein können. Also es war ein großes. Ich habe sehr viel gelernt über Filmmusik in gewisser Weise. Und also um das noch einmal letzten Endes
man wollte mich nicht ganz weghaben, deswegen habe ich diesen Abspann gemacht. Und das, diese beiden Dinge sind mir wirklich gelegen. Also ich glaube, das wird, bitte passen Sie auf, das ist ganz gut. Darf ich zu dem Nachspann oder Abspann gleich mal was fragen? Also da fiel mir auf, dass die Musik eine ganz andere ist als die im Film selber. War das jetzt speziell für den Abspann ein Auftrag? Also weil die klingt eher so lyrisch und nicht so dramatisch wie oft die Musik im Film selber. Sie meinen den Weil oder? Ja, ja. Den Wall natürlich auch, aber es wird auch durch die Collage kommt ja immer eine gewisse, kommen immer Brüche zustande und Ihre Musik wird eher ja, fast lyrisch, hatte ich den Eindruck, bei dem Abspann. Das ist eine Deformation, professionell ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe so eine lyrisch-melancholische Grundhaltung, aber dieser Abspann, den ich schließlich geschrieben habe, ist zum Teil für eine Szene geschrieben gewesen in dem Film. Einer meiner Versuche, eine Filmmusik zu schreiben, die im Bordell spielt und sollte einen Übergang bringen. Also Sie haben in unserem Vorgespräch ja auch gesagt, dass das ein bisschen fast wie ein Weil-Zitat klingt an einer Stelle. Und das ist bewusst gemacht, aber sollte sich doch eingliedern in das Ganze. Sie meinen lyrisch, ne? Ja. Das ist ein anderer Zungenschlag, meine ich. Also, aber, ja. Ja, im Song ist mir, das ist mehr ein Song, ne? Das ist schon wichtig. Ja. Herr Gruber, jetzt darf ich mich an Sie wenden. Sie haben ja als musikalischer Leiter der Filmproduktion eine ganz spezielle Aufgabe auch, mit der viele Dirigenten eigentlich gar nicht vertraut sind, nämlich mit Schauspielern Musik zu erarbeiten. Vielleicht können Sie dazu mal Ihre Arbeit... Also die Entstehungsgeschichte dieses Films, da bin ich eingestiegen am Tag einer drei großen Opernaufführung in Augsburg. Der Joachim Lang war der Intendant des Brecht-Festivals in Augsburg. Und einen Tag nachdem ich dort eine Aufführung hatte, eine Konzertante, ich mache manchmal mit Ensemble Modern so Tourneen, wo wir also drei großen Opernkonzertant aufführen, hat er mich in die Opernkantine, das Ganze hat in der Oper in Augsburg stattgefunden. Das ist ja die Geburtsstadt von Brecht, ne? Daher Augsburg. Und er wollte, hat mir dieses Drehbuch gezeigt, sehr dick, und hat mich eingeladen, die Musik zu dem ganzen Film zu schreiben, abgesehen von den 30 Minuten, die original Weil drei großen Oper sein sollten. Und ich war damals beschäftigt mit einem Klavierkonzert, konnte also keinerlei Aufträge mehr annehmen und habe zuerst vorgeschlagen, man solle original Weil-Musik verwenden, und zwar aus diversen symphonischen Werken von Weil, für die diversen Brücken, die man in diesem Film braucht, die Oberschichten, die Oberstimmen abtragen und nur die Chassis, also da wo der Rhythmus ist. Ja? Denn in einem Film braucht man in erster Linie so Bewegungsdinge in der Musik, die also von A nach B, von B nach C führen. Und ich habe vorgeschlagen, ich nehme vom Gesamtwerk von Weil einfach Material, nehme die Stimmen weg, also die Oberstimmen weg und nur den Puls, die Bässe und vielleicht einmal zwei Mittelstimmen. Und dann wäre der ganze Film original weil Musik gewesen. Und dann habe ich noch eben angeboten, ich kann mich um das rein Theatralische kümmern. Ich kann die Schauspieler waren ja schon alle engagiert. Der Marquis war der Moretti und alle anderen waren schon fix engagiert. Und dann habe ich gefragt, ja, können die singen? Nein, eigentlich nicht. Und jetzt habe ich befürchtet, dass wieder mal der übliche Push entsteht,
dass man also prominente Schauspieler krächzen lässt und behauptet, das, was sie singen, sei Brecht, weil. Das, also es war jetzt meine Aufgabe, diese Schauspieler zum Singen zu bringen, dass sie in Konkurrenz stehen können zu den Aufnahmen, die wir kennen aus dem Jahre 1931, wo die Lenia die Polly singt und die Neha, die Lucy und so weiter. Es war dann so, dass die Weil Foundation, die also natürlich immer wieder um Bewilligung gefragt werden musste, gesagt hat, nein, diese Idee mit dem Abtragen von den diversen Linien, das passt uns nicht, das muss extra komponiert werden von irgendwem. Und ich habe dann den Kurt vorgeschlagen und der hat dann diese Brücken, die man also braucht, als in Form von Klavierstücken abgeliefert und die sollten instrumentiert werden. Und jetzt kam der Produzent immer wieder ins Spiel und dem war die, also Kurt hat es in Form von Klavierstücken abgeliefert, dem war die Musik von Kurt auf lange Strecken zu modern, zu wenig passend zu dem, ja, also es ist nämlich, dieser Film ist ja nicht nur über die Entstehung der Dreigroschenoper, sondern es handelt auch davon, wie oft sich Kommerz einschleicht in künstlerische Produktionen und dann letztlich das Ziel verstümmelt, ja? Weil der Kommerz siegt. Also wir hätten diese Brücken, die er komponiert hat fürs Klavier, die dann ein Instrument, also jemand arrangieren sollte für große Symphonieorchester, denn das war ja von Anfang an klar, es würde uns das große Südwestfunk-Symphonieorchester Stuttgart zur Verfügung stehen. Das ist jetzt dieses Konglomerat des ehemaligen Symphonieorchesters Baden-Baden und Stuttgart. Also diese zwei Orchester wurden ja fusioniert. Und uns stand also jetzt dieses große Orchester, das waren also im Endeffekt so 100 Mann, standen uns zur Verfügung. Es kommt selten vor, dass also heute ein Radiosymphonieorchester für ihre Filmmusik zur Verfügung steht. Es war sehr viel Geld da für dieses Projekt. Also jedenfalls, diese Klavierbrücken, die der Kurt komponiert hat, waren dem Produzenten nicht passend. Also der wollte etwas Gefälligeres haben. Und dann kam dieser Walter Meyer ins Spiel. Das ist ein Wiener, der in London lebt. Und der sollte also jetzt die Restmusiken schreiben. Auflage war, es darf nichts zitiert werden, es darf kein Weil zitiert werden. Rein musikalisch, stilistisch sollte die Musik in Anspielung zwischen Eisler und Weil sich bewegen. Ja, das war dann, also das was dann im Endeffekt an symphonischer Musik aufgenommen werden sollte. Und eben der Nachspann von Kurt und dieses mir wahnsinnig wichtige Bankenlied. Also das ist ein Brecht-Text, den weder der Eisler noch der Weil komponiert haben und der Kurt auf geniale Weise eine Mischung aus einem Eisler Agitprop-Song oder es hätte auch vom Weil so in Nachbarschaft zur Ölmusik sein können, geschrieben hat. Aber, was für mich natürlich erstaunlich ist, die Handschrift vom Komponisten Schwerzig ist zu erkennen. Ja, also da merke ich schon, denn das ist sein musikalischer Intellekt. Bitte? Lyrisch melancholisch. Übrigens, ich finde den Nachspann, der ballt sich am Schluss schon ganz schön auf. Also ich habe das ja dirigiert, da kommt das Orchester knapp vor dem Schluss. Was dann so das Lyrische ausmacht, die Musik macht so ein kleines Fade-out, so die Flöte bleibt so oben ein bisschen hängen und es macht nicht bumm, ja. Aber knapp davor haben die Blechbläser ziemlich viel zu machen. Also ich finde den Nachspann also wahnsinnig gut. Also so ist der Film jedenfalls entstanden. Also die Idee, dass ich die ganze Musik schreibe, konnte ich nicht machen, war mit meinem Klavierkonzert beschäftigt. Aber ich habe dann alles dirigiert. Also vor allem diese ganzen Musikbrücken von Walter Meyer, dem Londoner. Und das war manchmal wirklich sehr spannend, weil oft es kamen 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, 2 Sekunden Musik geliefert. Und schon mussten wir es aufnehmen. Also das war sozusagen, manches wurde uns ins Studio reingeschmissen. Wir haben es schon gespielt, aber ich musste vorher natürlich die Partituren ein bisschen einrichten, damit ich weiß, wo der Hase läuft. Für mich
war die interessanteste Arbeit eigentlich die mit den Schauspielern, und das war die deutsche Schauspielprominenz. Also wenn man sich die Schauspielernamen alle anschaut, das ist das, was Sie fast täglich im Fernsehen sehen. Die besten, attraktivsten Schauspielernamen, und die jetzt so weit zu bringen, manche von den Schauspielern konnten auch nicht Noten lesen. Uns stand als Instrumentarium zur Verfügung ein kleines Orchester, rekordiert aus dem großen Südwestfunk-Symphonieorchester, und mit denen habe ich einen Weil-Sound entwickelt, so wie ich ihn vorher nur mit dem Ensemble Modern entwickeln konnte. Aber die waren sehr, sehr flexibel. Aber das Größte war natürlich für mich, ich hatte einen Vertrag, das heißt, wenn einer dieser Schauspieler meinen Anforderungen, was den Stil beim Singen betrifft, nicht entsprochen hätte, dann hätte ich darauf bestehen können, dass ihm die Stimme geliehen wird von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, die dann für ihn die Songs singt. Die waren alle auch einstudiert von mir. Also ich hatte für jede Rolle, für den Tag X, dass ich herausstellt, dass der Schauspieler, sagen wir der Moretti, wagt das hohe Us nicht, gerettet am Schluss, dann hätten wir einen Schauspieler gehabt, der uns das macht. Und mein Ehrgeiz war natürlich, die Leute wie beim Workshop für Sänger so weit zu bringen, dass sie den Respekt vorm Singen verlieren und so wie ein Sportsam doch praktisch singt, sich herstellt und singt. Und ich war wirklich erstaunt, wie ich den Film dann gesehen habe. Die haben das wirklich hingekriegt. Wir haben alles im Playback gemacht. Wir haben immer zuerst die Musik aufgenommen und dann die Sänger, also die Schauspielersänger im Studio gehabt, die dann dazu gesungen haben. Ich bin vor denen gestanden wie ein Schlangenbeschwörer und habe ihnen dann also gestisch beizubringen versucht, was sie tun oder lassen sollten, und so ist es eben entstanden. Also das war die ersten zwei Wochen, Jänner 17 muss das gewesen sein, wo die Hauptarbeit zu leisten war. Der Rest war dann eben der Luxus, mit dem wirklich tollen SWR-Symphonieorchester alle diese Musiknummern aufzunehmen. Und mir tut es leid, dass der Produzent sich so weit einmischen konnte, dass die fantastische Musik, die der Kurt für den ganzen Film geschrieben hätte, die existiert in als Klavierzyklus, ja, das hätte mir eigentlich, das wäre für mich die beste Lösung gewesen, abgesehen davon, dass eigentlich die beste Lösung gewesen wäre, original Weil zu manipulieren, sodass es immer Weil gewesen wäre. Aber da hat die Weil Foundation meines Erachtens einen Denkfehler begangen, dafür kann ich nichts. Aber jedenfalls, was mir an dem Projekt trotzdem sympathisch ist, ist, dass wir als Musiker bei einem so attraktiven Spielfilm unsere Handschrift hinterlassen konnten. Und es war zum Beispiel auch sehr begeisterte Kritik von Norbert Meyer aus der Presse, also wo er eigentlich hauptsächlich über die Musik schreibt und wie sie betreut ist. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Bei den Aufnahmen war es auch für mich ungewohnt. Also man muss ja bei einer Filmmusik von einem Punkt ein Tempo halten und dann bis zum Punkt hin spielen. Um das zu gewährleisten, hatten wir Klicks. Ja? Also nicht das ganze Orchester, sondern nur ich. Am linken Ohr Kopfhörer, am rechten Ohr höre ich, was das Orchester spielt. Ja? Also nach Klick zu spielen, eine Musik, die eigentlich ihren eigenen Atem entwickelt, und man möchte eigentlich gern nachgehen als Dirigent, und trotzdem am Klick zu bleiben, das war eine gewisse Herausforderung. Und manche dieser Passagen durfte ich dann gelegentlich auch ohne Klick aufnehmen, das war eine Befreiung. Ja, also so ist jedenfalls die ganze, das Kapitel Musik entstanden. Der Film an sich, ich habe ihn erst ganz am Schluss gesehen, ich wollte eigentlich nur schauen, dass das rein musikalische passt. Wie ich den Film dann gesehen habe, habe ich gefunden, naja, es gibt fast keine Szene, wo nicht irgendwo jemand herumtanzt. Es ist sehr viel Choreografie dabei, für meinen Geschmack zu viel. Aber im Wesentlichen doch fand ich ihn deswegen gut, weil das Thema
Einfluss von Kommerz in der Kunst sehr gut behandelt ist. Und ein Appell an uns Künstler, sich vom Kommerz nicht unterdrücken zu lassen. Ja, ich habe auch so meine eigenen Erfahrungen mit dem Film. Ich habe ihn beim ersten Mal gesehen und ich konnte knapp sagen, vielleicht nicht so richtig verstanden, weil ich davon ausgegangen bin, dass er den ersten Drei-Groschen-Oper-Film reflektieren würde, die Verfilmung von Georg Wilhelm Pabst 1931. Und ich hatte auch nicht mehr so gut den Text von Brecht, das Exposé für den ihm gerechten Film, den er haben wollte, hatte ich auch nicht mehr so gut im Kopf. Dann habe ich mich dingfest gemacht und habe den Film zum zweiten Mal gesehen und mit großem Gewinn, muss ich sagen. Also wenn man kapiert, worum es geht, dann ist das eine große Hilfe. Ich würde Ihnen das kurz mal zeigen, auch etwas aus diesem Exposé von Film von Brecht vorlesen. Das werden Sie später im Film wiedererkennen, denn die Idee von Lang war auch, dass der Lars Eidinger, also der den Brecht spielt, nur Sätze von Brecht spricht. Das war auch die Schwierigkeit, die Rolle, man muss sich mal vorstellen, vorgestanzte Sätze, die aus einem Exposé stammen, zu spielen. Ja. Das war schwer, fand ich, für ihn. Das hat er den Umständen entsprechend recht gut gemacht. Aber das muss man wissen, dass alles original Brecht ist. Das hört sich im Film vielleicht manchmal etwas papierend an. So ist es ja auch. Ja. Und beim zweiten Mal war mir dieses das Exposé von Brecht bekannt. Er hat es einerseits geschrieben, weil er Ärger hatte mit der Filmfirma, mit dem Produzenten, mit der Nero Filmgesellschaft und sein Gegenüber, mit dem er da verhandelt in dieser Filmgesellschaft, das war ein Seymour Nebenzahl, der war der Produzent und der taucht als Figur auch immer wieder auf in dem Film. Ja, und der hat die Aufträge an verschiedene Drehbuchautoren gegeben und ist Brecht, hat Brecht so etwas hinterrücks hintergangen, kann man vielleicht sagen. Und dann hat Brecht eben ein eigenes Exposé verfasst, was seinen Ansprüchen genügen sollte. Und es ist aber nicht nur der Hintergrund, dass er sich da über den Tisch gezogen fühlte, sondern es ist auch der Hintergrund der Verschärfung der politischen Situation in dieser Zeit. 1928 ist die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper und danach, sagen wir mal 1929, haben wir die Weltwirtschaftskrise mit New York. 1930 rückt die NSDAP prominent in den Reichstag ein und auch diese zwei Jahre, die sich beschleunigen ins Negative, die wollte Brecht auch berücksichtigen in dem Film. Und darum ging es ihm. Das Exposé hat auch nicht mehr den Namen die Drei-Groschen-Oper, sondern heißt Die Beule. Ja. Klingt schon unangenehm, man denkt an Eiterbeule. Ja, und das war für ihn so ein Synonym vielleicht für den Zustand der Gesellschaft. Ich lese Ihnen mal den Text, den Sie später noch mal hören werden, einen kleinen Ausschnitt vor, vom Beginn dieses Textes. Danke. Den werden Sie gut wiedererkennen. Also Bertolt Brecht, Die Beule, ein Drei-Groschen-Film, erster Teil, Liebe und Heirat der Polypitschen. Liebe auf den ersten Griff heißt dieses Kapitel. Die Old Oak Straße, eine krumme Zeile baufälliger Lagerhäuser, Kornspeicher und Mietshäuser, führt an einem schmutzigen Kanal entlang, über den einige Holzbrücken laufen, von denen die größte die Saint-Georges-Brücke ist. An einem frühen Nachmittag aus dem in dieser Straße liegenden Bordell zum Sumpf von Drury Lane tretend, erblickt Herr McKeith ein Mädchen beim Bierholen, das ihn innerhalb weniger Stunden an den Traualtar und vor Ablauf weniger Tage in die nächste Nähe des Galgens bringen soll. Er sieht sie nur von hinten, er folgt ihr auf der Stelle und weiß, diesen entzückenden Hintern wird er heiraten. Ein kleiner Volksauflauf um einen schäbigen Moritatensänger am Ende der Straße gibt ihm Gelegenheit, Fräulein Polypitschen menschlich näher zu treten. Der Inhalt der Moritat ist ein dürftiger Bericht von den entsetzlichen und ihrer Unbeweisbarkeit wegen nur noch entsetzlicheren Schandtaten eines gewissen Mackie Mather. An einer bestimmten Stelle des Liedes, die diese Unbeweisbarkeit traurig und bewundernd betont, erlaubt sich Herr McKeith einen höchst bedenklichen Trick. Hinter dem bewundernden Mädchen stehend, fasst er plötzlich über den Nacken den schmalen Hals mit Daumen und Mittelfinger,
allzu geübter Griff eines Verführers des Docks. Auf ihren betroffenen Blick wiederholt er lächelnd den letzten Vers der Moritat, dem man nichts beweisen kann. Sofort wendet sich die Attackierte zum Gehen, sofort folgt er ihr, sie wird ihm nicht mehr entkommen, aber die Umstehenden weichen jetzt vor ihm zurück, wie vor einem Raubtier, die Köpfe fahren hinter ihm zusammen und dem hinter dem Mädchen mit dem Bierkrug hereilenden folgt ein böses Getuschel. Ja, diesen Text werden Sie hören und die Idee von Lang ist dann, diesen Text ins Filmische zu übertragen. Also die Szene wird dann ausgespielt und dann meistens auch mit der Musik von Meyer dann umgeben und der Film beginnt mit der Uraufführung und dem, oder genauer gesagt erst noch mit den Proben zur Uraufführung der Drei-Groschen-Oper, die ja bekanntlich recht problematisch waren, also weil wollte, dass seine Frau nicht auftritt, weil ihr Name auf dem Programmzettel nicht erwähnt war. Ein Schauspieler hat auf einer hellblauen Fliege gestanden, aus Gründen der Eitelkeit. Und es gab nur jede Menge Ärger, sagen wir mal so. Die Uraufführung hat dann stattgefunden, auch am geplanten Tag, und wurde ein Sensationserfolg, mit dem keiner gerechnet hat. Und von da aus entwickelt sich die Story weiter. Dann kommt, weil die Oper so viel Erfolg hat, kommt man eben die Idee, sie in das neue, relativ neue Genre, in das relativ neue Medium Film zu übertragen. Und dann entwickelt sich die Geschichte so weiter. Vielleicht noch eine kleine Hilfe beim Sehen. Es werden immer so manchmal so Standbilder gezeigt, so etwas nostalgische Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann ist immer eine filmische Umsetzung zu erwarten von Lang, also die filmische Umsetzung des jeweiligen Abschnitts aus dem Exposé von Brecht. Ja, diese Art Standfotos, die nostalgischen in Schwarz-Weiß, die gehen dann in Farbe über und dann fangen die Figuren sich an zu bewegen. Das ist also auch sehr kunstvoll gemacht. Ja, dann finde ich noch, dass dieser Film, also wir haben es gehört, also dass der auch so eine Art Beschleunigung erfährt. Also das kommt vielleicht auch aus dieser Zeit, denn nach 28 wird alles nochmal schneller. Die Entwicklung zum Negativen hin, die nimmt rasant an Fahrt auf. Ich finde, das kann man auch bei dem Film erleben, also dass da so am Ende so eine Sogwirkung sich entfaltet. Ich weiß nicht, Ihnen ist es, glaube ich, so auch nicht gegangen. Ne? Ja, ich finde zum Beispiel auch sehr reizvoll, dass der Film immer sich selber unterbricht. Das heißt, sind wir in der Drei-Groschen-Oper und dann treten die Darsteller aus ihrer Rolle heraus und machen Dialoge, aber nicht als Darsteller der Drei-Groschen-Oper. Der Sänger übrigens, der mit der blauen Schleife, das war der Harald Paulsen. Der Harald Paulsen, ja. Das ist eine lustige Geschichte. Der, eine Woche vor der Premiere, steht auf der Bühne und sagt zum Brecht: Meine Rolle ist mir nicht attraktiv genug. Na, der Harald Paulsen war ein abgehalfterter Tenor. Der hat in seinen besten Zeiten noch mit dem Richard Tauber zusammen, so wie die drei Freilufttenöre, ja, die jetzt nicht mehr singen, ihr hohes C weltweit verkauft, ja, in ausverkauften Stadion. Und der sagt zum Brecht: Meine Rolle ist mir nicht attraktiv genug und ich brauche eine Auftrittsarie mit blauer Schleife da. Und Brecht, anstatt ihn hinauszuschmeißen, eine Woche vor der Premiere wäre das riskant, einen so talentierten Mann wie den Paulsen rauszuschmeißen, verlässt der Brecht für ca. 40 Minuten das Schiffbauerdammtheater, wo die Premiere war, heute Berliner Ensemble in Berlin, und kommt rein und drückt dem Weil einen Zettel in die Hand. Der geht raus, verbringt auch ca. 40 Minuten im Foyer und drückt dann dem Theo Markheben, der das Ensemble von etwa 7 Musikern, die alle 3 Instrumente gespielt haben. Also wenn wir jetzt mit Ensemble Modern zum Beispiel die Drei-Groschen-Oper konzertant aufführen, dann haben wir einen Flötisten und einen Saxophonisten und einen Klarinettisten. Diese 3 Instrumente wurden damals natürlich von einem Musiker gespielt. Daher, wenn man die Partitur von der Drei-Groschen-Oper anschaut, sehe ich nur 7 Linien, 7 Musiker.
Der Schlagzeuger war zum Beispiel der Posaunist. Also wenn wir einmal keine Posaune hören, dann spielt der Posaunist Schlagzeug. Also der Weil drückt, der Theo Markeben hat das vom Klavier aus geleitet. Der hatte eine Direktionsstimme, so hieß das damals. Und ich habe übrigens, wie ich die Dreigroschenoper zum ersten Mal dirigiert habe, die Klavierstimme vom Theo Markeben gehabt. Das hat mir der Kim Kowalke geschickt, wo alle Regieanweisungen drin sind, die in der Handschrift von Theo Markeben. Das war sehr, sehr interessant. Ja, da kommt die Lotte Linie von links und dann kommt das sowieso von rechts. Und der Theo Markeben kriegt den Zettel, Castzettel, würden wir sagen, in die Hand gedrückt. Und was ist es? Bam, 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 bim, bim, bam, bam, bim, bim, bam, bam, bam. Und das Geniale an diesem Mackie Messer Song, der wahrscheinlich einer der berühmtesten Songs des 20. und 21. Jahrhunderts nach wie vor ist, jeder Spatz pfeift es vom Dach, ist, es hat 7 Strophen und in der ersten und zweiten Strophe hört man nur die Begleitung vom Bandoneon und ab der dritten Strophe ist immer eine neue Begleitungsformel zu hören. Das heißt, wir hören 7-mal dieselbe Melodie, aber ab der zweiten Strophe unten ein anderes Chassis. Und das ist das Geniale an diesem Mackie Messer Song, dass dieser Ausreibfetzen von Melodik ständig bereichert wird durch die Begleitung, die der Weil schnell da hinzufügt. Man könnte fast sagen, mit der linken Hand. Er war einer der genialsten linke Handkomponisten. Ja, was auch zunimmt in dem, also bei dem Betrachten des Films, dass man die Bezüge zur Jetztzeit mehr herstellt. Es gibt ja auch einen Songtext, auf den ich auch nochmal aufmerksam machen will, den Brecht in das Exposé hinzugefügt hat, also der nicht in der Dreigroschenoper enthalten ist. Das ist der sogenannte Tünche-Song. Ich glaube, der wurde später von Eisler vertont, nicht? Ich glaube, ja. Ich lese Ihnen nur mal den Text vor, dann erkennen Sie ihn später auch wieder. Ist wo etwas faul und rieselt's im Gemäuer, dann ist's nötig, dass man etwas tut und die Fäulnis wächst so ungeheuer, wenn das einer sieht, das ist nicht gut. Da ist schon wieder ein neuer Fleck am Gemäuer, das ist nicht gut, gar nicht gut. Da ist Tünche nötig, Tünche ist da nötig, wenn der Saustall einfällt, ist zu spät. Gebt uns Tünche und wir sind erbötig, alles so zu machen, dass es nochmal geht. Gebt uns Tünche, macht doch kein Geschrei, an uns fehlt es nicht, wir sind bereit. Gebt uns Tünche, dann wird alles neu und dann habt ihr eure neue Zeit. Und so weiter. Also da geht es eben um das Verkleistern von Verbrechen, von Wirtschaftsverbrechen und anderen. Das war eine Hinzufügung, also man merkt, dass der Film, nicht der von Brecht angedachte Film, keine Abfilmung der Oper sein soll, sondern ein neues, autarkes Kunstwerk. Und daran entbrannte eben der Streit mit seinem Produzenten, mit der Filmfirma Nero. Am Ende wird der Film etwas so nachdenklich, finde ich, denn man sieht das Theater am Schiffbauer Damm. Also wenn ich heute Exkursionen mit meinen Studenten nach Berlin mache, dann gehe ich da auch immer gerne vorbei, weil es hat irgendetwas anrührend, der ganze Platz, weil eigentlich ist es ein völlig bürgerliches Theater. Also mit Logen, mit gepolsterten Sitzgelegenheiten, mit Lüstern. Und wenn man sich denkt, dass da die Dreigroschenoper uraufgeführt wurde, also dieses aufmüpfige Bühnenwerk, dann versteht man vielleicht auch die explosive Kraft besser, die es in der Zeit hatte und bis heute entfaltet. Und das macht der Lang, finde ich, eigentlich auch ganz schön. Er zeigt dann diesen Platz am Schiffbauer Damm und dort wandeln dann die Figuren und Protagonisten seines Films von Weil und Brecht. Und unter diese Protagonisten mischen sich dann heutige Passanten. Ja, also damit gibt er auch nochmal symbolisch den Fingerzeig, dass das eben zur Gegenwart gehört und Themen der Gegenwart berührt. Ja. Also, ja, dann, ich denke, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich denke, wir haben jetzt so einen kleinen Einblick gegeben.
denke ich, auch hinter die Kulissen, was ich ganz toll fand. Also ganz herzlichen Dank auch für Ihre offenen Worte. Das ist ja etwas, was man nicht woanders einfach lesen kann, das kann man eher hören. Und ich fand das sehr spannend und ja, ich hoffe, dass Sie auch viel Freude und Erkenntnisgewinn an dem Film gleich haben. Danke.